Hallo und willkommen zurück zum Monarch. I was never anxious about being alone. I was simply relieved. Well? Nun, Leo, ja, jetzt erwartet sie eine Entscheidung von uns. You've had enough time to reconsider by now. Du hattest jetzt genug Zeit, dir die Sache nochmal zu überlegen. I am expecting a logical response. There is no need to stay with me. Und ich erwarte von dir eine logische Antwort. Es gibt absolut keinen Grund, bei mir zu bleiben. Wer behauptet, dass ich logisch bin? Kokoro, du bist doch hier die Logikerin. Möchtest du nicht in meiner Gesellschaft bleiben? Incorrect. What I want is for you to live peacefully. I do not want you to feel lonely at my side. Was ich möchte, ist, dass du friedlich leben kannst. Ich möchte nicht, dass du dich an meiner Seite einsam fühlst. Ich glaube, Leo ist alt genug, um das für sich selbst entscheiden zu können, ob er was er möchte. Du musst also nicht er quasi auf ihn Rücksicht nehmen. I do not understand your sentiments, nor the reasoning behind them. Ich verstehe deine Gefühle nicht und auch nicht den Grund dahinter. Your worry and care is wasted on me. Deine Sorge und Fürsorge ist bei mir verschwendet. Ja, du hast irgendwie so Minderwertigkeitsgefühle, Kokoro. Of course. After all, I am the one who knows myself best. Natürlich, denn schließlich bin ich diejenige, die sich selbst am besten kennt. Also nein, also sie kennt sich halt besser als die anderen Leute sie kennen, so rum. You find value in me, and that makes me happy. Du hältst mich für wertvoll und das macht mich froh. But the Kokoro you see is not the Kokoro I know. Aber die Kokoro, die du siehst, ist nicht die Kokoro, die ich kenne. Da ist natürlich auch was dran. Also Leo hat jetzt ja nur einen Teil von Kokoro kennengelernt, den Teil, den sie so offenbart hat. In ihrem Inneren sieht das wahrscheinlich ganz, ganz anders aus. Und das kann natürlich auch ein Problem von Leo sein, dass er glaubt, ja, wenn die jetzt beieinander bleiben, dann wird sich Kokoro mit der Zeit verändern und alles wird viel besser. Da muss man nicht unbedingt drauf hoffen, dass sich jemand dann so sehr verändert. The real me has no value at all. Mein wirkliches Ich hat überhaupt keinen Wert. Das stimmt doch gar nicht. Incorrect. You shouldn't argue against facts. It is pointless for you to deny it. Inkorrekt. Du solltest nicht gegen Fakten argumentieren. Es ist zwecklos, wenn du es abstreitest. I am the only one that knows who the real me is. Ich bin schließlich die Einzige, die mein wirkliches Ich kennt. Others could never hope to truly understand me. There is no way for them to prove they even can. Andere können nicht mal im Traum daran denken, mich zu verstehen. Es gibt auch keinen Weg für sie, unter Beweis zu stellen, dass sie es könnten. Every person interprets words differently. There is no way to communicate precisely what you intend. Jede Person interpretiert Worte unterschiedlich. Es gibt keine Möglichkeit, präzise zu kommunizieren, was du vorhast. Ja, dieser Satz hilft mir, das jetzt auch noch mal ein bisschen zu verstehen. Ihr kennt sicherlich das Problem, wenn man kann so ganz normal mit Leuten reden, alles ist wunderbar. Wenn man mit Leuten telefoniert, ist es schon mal ein bisschen schwieriger. Da können halt Missverständnisse auftreten, aber man kann anhand des Klangs der Stimme noch mitkriegen, wie das Ganze gemeint ist und so. Aber wenn es jetzt um Schriftverkehr geht,
Also Mails oder WhatsApps oder sowas. Oder Kommentare. Vor allen Dingen, wenn dann keine Emojis beigefügt sind, sondern nur ein blanker Text da steht, der kann halt so oder so interpretiert werden. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass Kokoros Kommunikation, sämtliche Kommunikation, also wenn sie hier mit Leuten spricht, quasi so ist wie WhatsApp-Nachrichten, dann kann man sich auch vorstellen, wie viel Missverständnisse es da geben kann. Weil sie kann nicht mit Mimik und Emotionen und so kommunizieren. Sie kommuniziert immer nur mit Sätzen und Worten und wirkt dadurch natürlich extrem hart bei den anderen gegenüber. There is no guarantee that you and I even view the world in the same way. Es gibt noch nicht mal die Garantie dafür, dass du und ich die Welt auf die gleiche Art und Weise wahrnehmen. Your understanding of me is mistaken. Don't let your false perception of my value lead you into the wrong decision. Du glaubst mich verstanden zu haben, aber da liegst du falsch. Und lass es nicht zu, dass deine falsche Wahrnehmung meines Wertes dazu führt, dass du in die falsche Richtung gehst. Ist es denn wirklich wichtig, andere Menschen zu verstehen? Es kommt halt drauf an. Klar kann man auch zusammenleben, ohne den anderen zu verstehen, aber ich denke, es ist schon extrem hilfreich. Also, ich verstehe gern andere Leute. Affirmative. How can you properly evaluate someone if you don't understand them? Wie kannst du denn jemanden bewerten, wenn du ihn nicht verstehst? Can you say for sure that they deserve your care and consideration? Kannst du denn mit Sicherheit sagen, dass sie auch deine Fürsorge verdient haben? Ja, das ist wiederum jetzt völlig egal. Wenn man jetzt sich um jemanden kümmern möchte, dann ist es doch egal, ob diese Person das verdient hat oder nicht. Da gibt es ja auch emotionale, unlogische Entscheidungen, warum denn nicht? Aber trotzdem, das Verständnis halte ich schon für wichtig, weil man sonst immer denkt, jemand verhält sich irgendwie idiotisch, weil man einfach den Grund nicht kennt, warum die Person sich so verhält. Would you not regret it later if it turned out your judgment was mistaken? Würdest du es nicht bereuen, wenn sich später herausstellt, dass dein Urteil falsch war? Das kann natürlich passieren, aber dann muss man sich auch sagen, das war damals die richtige Entscheidung und dementsprechend kann ich es jetzt nicht bereuen. Es war halt damals richtig und jetzt hat sich meine Ansicht geändert. Jetzt muss man gucken, wie es dann weitergeht. Aber die damalige Entscheidung zu bereuen, ist ja nun noch nicht das Richtige. With all of that in mind, can you still say for certain your appraisal is correct? Und jetzt, wo du das all diese Gedanken kennst, kannst du denn immer noch mit Sicherheit sagen, dass deine Einschätzung richtig ist? Kann ich. What? But how? Aber wie? Ja, weil es einfach nur darauf ankommt, zu versuchen zu verstehen. Even if there's no real hope that you ever could. Selbst wenn es keine Hoffnung gibt, dass du das Ziel jemals erreichst, mich zu verstehen. Ja, selbst dann, ich möchte dich einfach verstehen. Das macht es zu etwas Besonderem. Weil du etwas Besonderes bist, Kokoro. You want to understand me? Du möchtest mich verstehen? You think I'm special? Du hältst mich für was Besonderes?
I always hated the word special. Das Wort besonders habe ich immer gehasst. Ja, man könnte es nämlich auch so sehen, sie ist halt speziell. Was ja denn negativ besetzt wäre. But when you say it, it's curious. Different. Aber wenn du es aussprichst, dann bedeutet es Neugier. Es ist halt was anderes. A special kind of special. Eine besondere Art von besonders. Especially for me. Insbesondere für mich. So viel besonders in den Sätzen. That's the way I see it. So sehe ich das. I understand now. Not only are you a fool, you also have bad taste. Aber jetzt verstehe ich das. Du bist also nicht nur ein Narr, sondern hast auch noch schlechten Geschmack. It isn't fair. Das ist nicht fair. I'm not strong enough to turn you down. Not when you make me feel this special. Mir fehlt die Stärke, dich zurückzuweisen. Gerade wenn du mir das Gefühl gibst, etwas Besonderes zu sein. You'll have to take responsibility for your words. Aber du musst für deine Worte Verantwortung übernehmen. I will never forgive you if you hurt me. Ich werde dir niemals verzeihen, wenn du mir wehtust. Tja, ich muss noch was Wichtiges erledigen, damit ich es nicht vergesse. Auch wenn ich jetzt auf Casual gestellt habe, denke ich, ist es ganz gut, ein paar Sachen nachzukaufen. Wie zum Beispiel nochmal zwei von diesen Revival Agents. Und nochmal 6 Stück von den Healing Agents. Und von den kleinen vielleicht auch noch ein paar. Na komm, dann geben wir jetzt das ganze Geld aus. So. Achso, jetzt habe ich das da nicht drauf geachtet, aber die Sachen haben wir ja genug. Na, was haben wir? Disable hatten wir. Haben wir immer noch 5, also was wir im letzten Kampf benutzt haben. Aber im zweiten Kampf mussten wir nicht mehr so viel Disable heilen. Ja, okay. Können wir noch Sachen auseinandernehmen, aber ja. Wonach ist das jetzt sortiert? Das ist auch so blöd. Man müsste sich jetzt alles hier raussuchen, was wichtig ist und was nicht. Und oder soll ich die ganzen 30er verkaufen und 10er, um Platz zu schaffen? Und dann muss man immer noch wieder nach rechts gehen und Ja drücken. Ja, und jetzt habe ich mich einmal verklickt und dann ist es schon wieder... Lassen wir in Ruhe. Ich gebe das nicht aus. Ja. Was sollen wir jetzt eigentlich tun? Wir sollen in der dritten Etage noch die spezielle Ausstellung untersuchen. Ja, aber da muss ich vorher noch in die Krankenstation. Denn Leos Wahnsinn ist zwar bei 0, was daran liegt, dass er halt awakened wurde im letzten Kampf. Aber wir haben ja die ganzen Stabilizer nicht mehr. You seem pale. Let me have a look. You should be fine. Here's your medicine. Make sure you don't overdo it. So. Es wird ja, wenn wir wieder in den Nebel gehen, wahrscheinlich wieder ein Kampf geben. Dieser übliche Kampf auf einer neuen Etage.
bevor man ans Telefon geht. This place is too linked to the depth, wird uns Vanitas sagen. Da dürfen wir nicht rein. Da dürfen wir nicht rein. Warum? Achso, da unten müssen wir hin. Okay, warum? Was ist da? Da war doch vorhin das Telefon. Also nicht vorhin, sondern in der letzten Aufnahme das Telefon. Ach, da geht's weiter. Spezialausstellung. Auch wieder besonders. It seems this place too ja, is linked to the das war mir so klar, Vanitas. This number connects to the singularity. Where's my thanks for all my charity? So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie casual der Kampf jetzt ist. So, Sterne bleiben gleich. 10 Gegner. Ich will jetzt schon doch alle platt machen, die Gegner. Bis zu dem Kristall müssen wir ohnehin 7 erledigen. Können wir, beziehungsweise 6 erledigen, können wir die anderen 4 auch noch machen. Ein paar Erfahrungspunkte brauchen wir schon noch, um wieder Items zu bekommen und so. Gut, dann legen wir direkt los. Achso, genau, ich kann noch mal gucken. Unit oder Placement Details, können wir das da sehen? Ja, wir sehen, dass die Gegner auch Level 51 und so weiter sind. Aber die maximalen Hitpoints sind hier bei 1270. Und nicht mehr bei 1800. Wobei mir die Hitpoints der Gegner gar nicht so wichtig sind. Viel wichtiger ist, können die Gegner jetzt es immer noch schaffen, mit einem Überraschungsangriff Leo komplett auszunocken, obwohl der noch 80% seiner Hitpoints hat. Das ist dann das Problem. Let's go, Kokoro! Victory! Slaughter! I'll see for myself. Ach, du bist Pride. Wo ist denn Sloth? Last. Da. Rise! How enticing. Activate. With all of my heart. No mercy. Assistant. Support. Slaughter them. I've got you. Assistant. Okay, hat gereicht. Trotzdem war mir das nicht, war ich mir nicht so wohl dabei, den Konter zu riskieren. In your hands. Very well. Activate. With all of my heart. Ja, wie machen wir das jetzt? Hier mal
Die Föhr. Oder komm. Nein, ich lasse Leo da so stehen. Aber ich block den einen Gegner, dass er nicht so einfach an Leo rankommt. Dann kann Leo nur von dem einen in den Rücken geschlagen werden. Scorching Fan werde ich wohl nicht so hinbekommen, dass es beide erwischt. Nein, es kann nicht funktionieren. Also vielleicht von hier aus so. Es ist nicht so einfach mit dem Analogstick. Nein, es geht nicht. Okay. Okay, sogar erledigt. Wunderbar. Und wir kriegen nur 54 Schaden durch einen Hieb in den Rücken. Alles klar, es ist Casual Mode. No mercy. Spare no effort. No mercy. Let's have some fun. Scum. To victory. Slaughter. I'll how enticing. Deploy. With all of my heart. Okay. Ja, warum habe ich die beiden jetzt eigentlich schon angegriffen? Da steht da noch einer direkt vor mir. Slaughter them. Jetzt komme ich hier nicht durch. I'll see for myself. Müsstest du da erstmal kurz hin? To victory. Slaughter them. Assistant. Assistant. I'll see for myself. Wir werden ja geheilt, also kann ich ruhig den hier machen. No mercy. Supporting. Assistant. Supporting. I'll see for myself. Evasion. Gibt's so nicht. Na komm, hast du Evasion? With all of my heart. Go forth. Very well. Und du auch nochmal Evasion. Rise. Spare no effort. No mercy. Too slow. Too slow. Vengeance. Scum. Too slow. Here I go. So, Prime. My lord. Müssen wir eine Runde heilen. Heal. My thanks. How enticing. Soll ich dir noch einen Crit vorher geben?
with all of to victory. Slaughter them. I'll see for myself. Rise! How enticing. Deploy! With all of my heart. How's this? Here I go! Slaughter them! It's in your hands. Acknowledged. Spineless. Keinen gekillt. Here I go. Das ist blöd. Eigentlich wollte ich jetzt mit Leo noch angreifen. Okay, einen kriegen wir kaputt. Das geht schon. Aber den nicht. Den auch nicht. Den. Oh, dann stehe ich aber richtig blöd da. Komm, dann geht lieber mal so hier hin. Checkmate. Support. So, Leo hat auch mal Evasion, also der sollte es überleben. Zwar casual hier, aber kein Kinderspiel. Also man muss immer noch aufpassen. Das finde ich auch ganz gut. By your command. Krieg ich den anderen da hinten noch mit? Nee. Keine drei Leute da unter. Achso, warte, da steht ja auch noch einer. Kriege ich vielleicht doch drei Leute unter. Mein Gott. Gibt's doch gar nicht. So. With all of my heart. My lord. Here I go. Eventuell noch by your heilen. Command. Du könntest am ehesten nochmal die Föhr sagen. It's in your hands. Understood. Spineless. Und immer noch keiner tot. Das ist ja Wahnsinn. As you wish, my lord. By your command. As you wish, my lord. Muss heilen. Mal gucken. Da sind die Points voll. Es geht nur um euch beide. Heal. My thanks. Ja, und Leo sollte angreifen. Mal sehen, wie die Hitpoints sind, die da hinten. 146. Vielleicht machen wir es denn so, dass Vras hier hingeht. Da muss Leo gleich noch durchkommen.
im Heilbereich bleiben. Ja, Brass wird trotzdem wahrscheinlich gekillt. Ich muss das so machen. Ich hätte auch einfach ihn alleine zuschlagen lassen können, ohne dass er Hitpoints verliert, aber dann ist die Gefahr, dass er halt nicht trifft. Und dann kriegen wir den Gegner nicht kaputt. So haben wir immer noch die Assist-Chance gehabt, wenn er jetzt hier nicht getroffen hätte. So. Und jetzt. Haben wir da noch zwei Assists mit dabei? Da kriegen wir den doch wohl kaputt, oder? Ich will jetzt hier nicht in den Rücken gehen, sonst. Ich darf nicht zulassen, dass Leo in den Rücken geschlagen wird. Also machen wir das so rum. Und sicherheitshalber hier Accelerating Slash. Checkmate. Ah, ist okay. Ist kaputt. Advancing. Too slow. Too slow. Too slow. To victory. Slow. I'll see from the madness. Yeah. Mehrere Leute kannst du ohnehin nicht erreichen, würde ich mal sagen. Und das eben auch wegen Wahnsinn. Also haben wir einfach Up in Flames. Ja, komm. Activate! With all of my heart. To victory! Checkmate. Assisted. Slaughter them! I'll see for myself. I leave it to you. Understood. Ha! Assistant! Support! I will assist. Assistant! Slaughter them! See for myself. Es gibt einen Counter, ist egal. Der wird nicht so schmerzhaft sein. I'm with you. Support. Oder gibt er gar keinen Counter, aber davor tot ist auch gut. So, dann kannst du heilen. Fürchte ist, dass irgendjemand jetzt noch einen Lucky Shot Leo mit so einem Insta-Kill erledigt. Okay, jetzt brauchen wir erstmal dich hier. Anti-Wahnsinn. How's this? How enticing. Na, nicht den Kristall mit erledigen. Deploy.
To victory! Slaughter them! Spineless! I'm with you! I'll see for myself. Das wäre schon verschwendet eigentlich. I'll see for myself. Check it. Support. Support. Advancing. Don't bother. To victory. Assisting. Support. I will assist. Assisting. Slaughter them. Supporting. Assisting. I will assist. Supporting. I'll see for myself. Check it. I've got you! Assisting. Assisting. The madness. Ha! So. Und schon geht es innerhalb von einer halben Stunde so einen Kampf. Und trotzdem genauso normal Spirit, wie man so bekommt. Nur halt mit Rang A noch dabei. Dafür soll das Loot halt schlechter sein bei Casual Mode. Was ich hier nicht bestätigen kann. So, Deathcall gestoppt. Was steht denn hier? Ryotaros Notiz Nummer 1. Einige Schüler haben es geschafft, hier reinzukommen. Vielleicht haben sie ein Auge für Kunst. Ihre Ohren sind auch ziemlich entlarvend, aber nicht auf die gleiche Art und Weise. Weißt du, was ich meine? Bleib also eher ruhig. Also er warnt uns davor, dass die Leute hier uns hören können und wir deshalb leise gehen sollen. Vermute ich mal. Shin Mikado High School. Berühmt für das robuste Stipendienprogramm hat die High School der Academy, ja, die verfolgt eine Regel, dass ja, dass quasi Fleiß oder Wissen über Prestige geht. Also es Leute, Schüler, die was können, werden gefördert, nicht Schüler, die aus gutem Hause sind. Und sie bieten viele verschiedene alternative Schulhilfeprogramme an. Oder Schülerhilfeprogramme.
Diese Programme kriegen ihr Geld durch Spenden von ehemaligen Absolventen der Schule. Und dazu gehören zahlreiche bekannte Politiker und Unternehmer. Die Schülerkörperschaft besteht aus männlichen und weiblichen, ja, Schülern. So, und was war hier bei Otherworld noch? Habe ich hier da irgendwas übersehen? Irgendwann mal? Also Hunting Ground, ja, okay. Total Ground. So, machen wir das. Middle School. Gegründet 1959 mit dem Ziel, die Talente von Schülern zu fördern durch langfristige Bildung und Führung. Die Mittelschule besteht aus kleineren Klassen, damit die Schüler untereinander auch eine enge Verbindung haben und dass so die Stärken der Schüler gefördert werden. Und hier gibt es auch Jungen und Mädchen in der Schule. Das Wohnheim. Fertiggestellt in 1942 ist das, ja, das Wohnheimgebäude oft renoviert worden. Bis vor 8 Jahren haben dort Schüler gelebt, die halt hier nicht in der Gegend wohnten. Diese Einrichtung ist dann ziemlich runtergekommen. Und es gab einen Politikwechsel oder einen Richtlinienwechsel, der es zuließ, dass die Schule Mietwohnungen nutzt. Zum Zeitpunkt der Gründung war die Shin Mikado Academy komplett eine Boarding School. Jetzt müsste man wissen, was Boarding School ist. Ist es sowas wie ein Internat oder genau das Gegenteil davon? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ist auch egal. Geh mal langsam. Ja. Der Tresen vor dem Eingang. Das ist das Telefon. Aber ich muss vorher nochmal zur Krankenstation. So, Gebäude der zweiten Jahrgangsstufe. Fertiggestellt 1957, nachdem es halt einen Boom bei den Schülern gab. Also es gab immer mehr Schüler. Der ursprüngliche Plan sah vor, das Hauptgebäude zu erweitern. Trotzdem wurde dann letztendlich ein separates Gebäude gebaut. Der Weg, der die beiden verbindet, war quasi so ein Kompromiss, um die Leute zufriedenzustellen, die ursprünglich das Hauptgebäude erweitern wollten. Also es gibt einen Weg zwischen den beiden Gebäuden. Okay. Jetzt ist die Frage, habe ich hier an der Seite irgendwas übersehen? Nee.
stehe direkt davor, ich kann nicht Acquire sagen. Erste Jahrgangsstufe. Fertiggestellt 1959. Das war zunächst die Mittelstufe der Shin Mikado Akademie. Und als dann... Hä? Ich verstehe es nicht. Ist doch egal. Okay, 1970 wurde dann das richtige Mittelschulgebäude fertiggestellt, das auch heute noch da ist. Und dann kam hier die erste Jahrgangsstufe der Highschool mit rein. Ja, eigentlich uninteressant, aber gut. Das Clubgebäude. Es war früher ein Sportplatz. Das Gebäude wurde 1979 fertiggestellt. Und damit wurde dann auch ein neuer Sportplatz gebaut. Und die Benutzerrechte für dieses Clubgebäude werden halt Jahr für Jahr neu vergeben von der Schülervertretung. Je nachdem, welche Schulclubs es hier halt gibt und was die für Anforderungen haben und auch was die geleistet haben. Das heißt, Sportarten, die viel geleistet haben, die in Wettkämpfen gut abgeschnitten sind, dürfen das Clubgebäude auch mehr nutzen. Die Bibliothek. Fertiggestellt 1970 und es gibt über 3 Millionen Bücher in der Bibliothek. Eines der größten Sammlungen im ganzen Land. Da dürfen auch Leute rein, die hier nicht Schüler sind, aber sie müssen Bewohner dieser Stadt sein. Man kann bis zu 10 Bücher auf einmal ausleihen, maximal 2 Wochen. Okay, und zu diesen 3 Millionen Büchern bzw. Publikationen müssen ja nicht Bücher sein, es können auch Zeitschriften oder solche Sachen sein. Da gehören aber auch Dinge dazu, die nicht öffentlich zugänglich sind. Date Group Dirt. Was von Shio, irgendein Skandal wurde aufgedeckt. Und auch der letzte Secret Scoop. Da ist kein Platz mehr. Wenn dir jemand sagen würde, benenne mal den Nummer 1 Missetäter in dieser Schule, wer kommt dir da in den Sinn? Natürlich unsere lebende Legende Ryotaro Date. Die meisten Menschen wissen ja bereits, dass sein Vater der Chef ist von der Date-Gruppe. Einer der Top-Konzerne von Japan. Aber kennt ihr auch die dunklen Gerüchte, die ihn umgeben? Mauscheleien mit Politikern? Illegaler Einkauf von wahrscheinlich Gebäuden und Grundstücken. Waffenentwicklung in Übersee. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Quellen, die diese zwielichtigen Handlungen preisgegeben haben, sind natürlich mehr als fragwürdig. Aber man weiß ja, wie das Sprichwort lautet: Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ja, also irgendjemand hat sich möglicherweise schlimme Sachen über die Firma aus den Fingern gesogen, das in der Welt verbreitet und dann sagen sich die Leute, naja, ein bisschen was wird ja schon dran sein.
Ryutaro wirkt erstmal, als wäre er über jeden Verdacht erhaben, aber vielleicht gibt es doch noch Sachen hinter den Kulissen, hinter der Fassade, die da abgehen. Ja, man weiß ja nie. Das muss er erstmal beweisen, dass er wirklich moralisch nicht verwerflich ist, der Date. Wir behaupten einfach mal, dass er wahrscheinlich auch irgendwo Dreck am Stecken hat und dann muss er das erstmal widerlegen. Moment, hier bin ich doch hergekommen. Muss ich mal eben das Telefon suchen. Oder bin ich hier? Bin ich hierher gekommen? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Nee, da war gesperrt, genau. Hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Die Gründung von Shin Mikado. Die Ursprünge der Shin Mikado Akademie beginnen mit dem Mikado Lerninstitut. Eine Einrichtung, die auf das Schulleben vorbereiten sollte. Wurde gegründet von der Familie Jingu in der Meiji-Ära. Ja, also Kaiser Meiji. Wir wissen ja alle, wann er regiert hat. Nicht. 1934 hat dann die Jingu-Familie die Bildungsstruktur dieses Instituts verändert. Das kam durch eine enge Freundschaft mit einem Pastor namens Carter. Und da wurde auch der Name mitgeändert zu Shin Mikado Akademie. Die Führungsprinzipien, unter denen diese Akademie gegründet wurde, war Vertraue in Hoffnung oder Glaube in Hoffnung und Wohltätigkeit in Handlung. Der war mir hinterhergegangen, der Typ. War hier noch? Es war nur eine Spiegelung, alles klar. Das Hauptgebäude. Am 2. April 1945 ist der Campus der Shin Mikado Akademie niedergebrannt durch einen Luftangriff. Genau, da war ja noch Zweiter Weltkrieg. Ein temporärer Campus wurde danach gegründet und das derzeitige Hauptgebäude wurde 1950 fertiggestellt. Local History. In der Stadt, wo sich die Shin Mikado Akademie befindet, war ursprünglich eine Stadt, die um einen Schrein herum gebaut wurde, die einem lokalen indigenen Gott gewidmet. Der einem lokalen indigenen Gott gewidmet war. Also so eine Art Shintoismus, was weiß ich, irgendwie so ein Flussgott oder Wolkengott oder was auch immer. Irgendein heiliges Wesen wurde da halt verehrt in dem Schrein. Vor dem Krieg stand in dem Gebiet auch ein großes Tori-Tor. Und so wurden halt viele Gebäude in der Gegend mit dem Namen Mikado versehen. Man sagt, dass die Familie Jingu, das Oberhaupt dieser Akademie, enge Verbindungen zu diesem Schrein hat.
Aha. War der Priester, der Pastor, eben auch dann ein Verehrer dieses Gottes, der dann im Schrein angebetet wurde? Das wissen wir nicht, ne? Aber wir haben jetzt hier alle Materialien übrigens fertig. 39 von 39. Und bei Otherworld, da fehlt aber noch einiges. Vielleicht habe ich auch was übersehen, kann natürlich sein. Da hinten ist noch was. So, erstmal noch das Alter Ego von Hina Maisaka einsammeln. Psyche plus 5 für alle. Ah, hier ist das Telefon. Hier kann ich noch was lesen. Ryotaros Notiz Nummer 3. Zeit, die Sache auszutragen. Da gibt es kein Drumherumreden mehr. Okay, also diese Zettel sind direkt auch für Leo hier hingelegt worden, damit er den Weg findet und damit wir jetzt hier mal reinen Tisch machen können. So, und jetzt muss ich nochmal gucken. Ich glaube, ich habe nicht mehr ausreichend Items. Es wird ja kein leichter Kampf. Ich habe nur zwei Mental Stabilizer, das reicht mir nicht. Deshalb muss ich nochmal eben wieder zurück. Teleportieren kann ich mich ja nicht. Also, wir machen den Kampf natürlich dann auch als nächste Folge, ist klar. Aber jetzt schon mal Schluss. Da kann ich hin. Muss noch mal überlegen, soll ich sonst noch was kaufen? Wir haben ja noch Punkte bekommen, muss ich es nicht Anfang nächster Folge machen. Davon habe ich jetzt viele gefunden. Zwei, also zwei nochmal gefunden. Ich nehme mal zwei Revival Agents. Haben wir fünf. You seem pale. You should be fine now. Here's your medicine. Make sure you don't overdo. Nee, nee, ich passe auf mich auf, versprochen. Okay, dann machen wir das Finale von diesem Packträger von Ryotaro dann in der nächsten Folge. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.